wie es nicht jeder kennt. Schöne alte Prachtbauten in der Marienstraße aus der Zeit der Herrschaft des Herzogs von Weißenfels. Hier wohnten zu dieser Zeit die Vasallen des Herzogs. Sie hatten die Aufgabe, aus den Bürgern das Letzte herauszupressen, damit der Herzog und sein Hofstaat in Saus und Braus leben konnten. Wie anders Weißenfels heute. Neue Bauten entstehen. Die Weißenfelser schaffen im nationalen Aufbauwerk schöne Stätten der Erholung für die Alten. Hier ein Ruheplätzchen inmitten des Straßengewimmels. In der Merseburger Straße schufen es die Einwohner des Stadtbezirkes 26 und die Stadtgärtnerei pflegt es sorgsam zur Freude aller. Noch dabei sind die fleißigen Bauarbeiter, das Wahrzeichen von Weißenfels zu vollenden. Ein Hochhaus in der Merseburger Straße. Bald wird es fertig sein und die Weißenfelser werden stolz diesen gewaltigen Bau seiner Bestimmung übergeben. Frühlingsfest auf dem Neumarkt. Ein buntes Treiben herrschte auch diesmal zum Frühlingsfest. Ein fröhliches Gewimmel, wie es zu solchen Anlässen zu sehen ist. Jung und alt vergnügte sich bei den lustigen Rundfahrten. Toll, wie die Schaukel sich wiegt, so richtig, als wäre man in einem Raumschiff. Diesmal hatte sich der Kameramann etwas Besonderes ausgedacht. Rummel aus der Vogelperspektive. Schön anzusehen, dieses fröhliche Treiben auf dem Festplatz. Die Kleinen aber mussten oftmals zu lange warten, einmal Karussell zu fahren. Dafür konnten sich die Großen von der Spinne herumwirbeln lassen. Sehr alt das Rummelvergnügen, aber doch immer wieder schön. Anstelle der im Hitlerkrieg vernichteten Pfennigbrücke, Bahnhof und Altstadt. Die bisherige Holzbrücke war nur ein Provisorium. Jetzt wird mit dem Bau einer neuen Fußgängerbrücke begonnen. Dabei musste ein dort liegendes 6000 Volt Versorgungskabel vom Kraftwerk nach der Altstadt verlegt werden. Die Kollegen der Energieversorgung sicherten in einer Sonderschicht die Stromversorgung der Altstadt noch vor Beginn der Spitzenzeit. Würde unsere Stadt einen Wettbewerb in der Frage der Sauberkeit mit irgendeiner beliebigen Stadt des Bezirkes eingehen, man könnte behaupten, schon verloren. Überall wird etwas begonnen. Eine schöne Brücke, die Brücke des Friedens. Es soll der Zugang zur Stadt noch verbessert werden. Soll. Das Material ist an Ort und Stelle. Angefangen wurde auch, aber liegen gelassen. Hier käme ein Fragezeichen. Oder große Steinhaufen lagern mitten in der Stadt. Und noch dazu dort, wo man sich etwas ausruhen möchte. Noch vieles andere könnte bemängelt werden. Aber nur Mut haben, Weißenfelser. Mut zu einem Wettbewerb mit Naumburg eventuell. Bei richtiger Initiative kann er gewonnen werden. Wie wär's denn, liebe Stadtväter? Fragt der Filmreporter.